Willkommen zurück hier zum Let's Play von Dragon's Prophet. Jawohl. Und ja, wie das Spiel schon sagt, es geht um Drachen und wir müssen. Fuck. Müssen die Praxis-Kisten. Wo ist er hin? Der ist da unten drin in der Höhle. Boah, die Sau. Wann ist denn der dorthin gegangen? Ach, keine Ahnung. Boah, er will uns verarschen. Kampfgirl aus meiner Gilde ist online. Okay. Lalalalalalala, wir fliegen durch die Luft, Luft, Luft. Weißt du, was ich verwirrend finde? Ja. Kampfgirl ist eine Frau. Ja, das könnte noch so einigermaßen vom Namen her einleuchten. Ja, aber auch im Real Life. Ja, das meine ich auch. Und rate mal, was Aggro Girl ist. Frau oder Mann? Ist auch ein... Nice. Je nachdem. Vielleicht ist es ein S. Es ist ein Mann. Andi. Aggro halt. Okay. Ihr glaubt nicht, dass es dieselben Drachen hatten wie Helmut ist? Nicht wahr? Vermutlich ist es auch eine tatsächlich eine andere Spezies. Die Sharks haben einige wahrlich fürchterliche Kreaturen geschaffen. Boah, ich kann nicht so lesen zu früh am Morgen. Oh! Ich glaube, der will mich verarschen. Das Dokument, das ihr mir brachtet, erklärt die mysteriösen Mutationen, die wir überall beobachtet haben. Bis ins kleinste Detail. Grob zusammengefasst steht hier, dass die Sharks mit ihrer Medizin Nummer 2 jedes Subjekt kontrollieren können, das ihnen beliebt. Sie erwecken Toten zum Leben und bei lebendigen Wesen ruft das Mittel dramatische physische Mutationen hervor. Unter anderem eine unnatürlich erhöhte Vitalität. Nun, wir müssen handeln. Wir haben herausgefunden, dass diese Dokumente auf dem Weg hierher waren. Außerdem sind auch die Teufelschuppendrachen hier aufgetaucht. Zufall? Wohl kaum. Im Schutz dieser Mine wird Medizin Nummer 2 hergestellt. Das habe ich im Blut. Sucht danach und dann zerstört dieses Übel. Okay. Dann zerstören wir halt dieses Übel. Mann, wo bleibst du denn nur? Ich bin ja hier schon unterwegs. Mach kaputt. La 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 la. Wo bist denn du? Ja, schon wieder am Ende hinten. Oh mein Gott. Hier komm. Ui. Die Quelle der Verderbnis ist momentan gerade abgeschlossen. Gut, ich habe inzwischen noch mehr beunruhigende Nachrichten. Ein weiteres wichtiges Detail aus eurem Dokument, Medizin Nummer 2, kann nur auf Basis von Medizin Nummer 1 hergestellt werden. Leider ist es letzteres selten, weil sie so schwierig herzustellen ist. Selbst große Alchemisten haben mitunter ihre Schwierigkeiten. Im Umkehrschluss bedeutet das jedenfalls, dass die Sharks Zugang zu Medizin Nummer 1 haben. Da wir hier aus der Ausrüstung für Nummer 2 fanden, kann Nummer 1 nicht weit sein. Ich vermute sie jedenfalls in dieser Mine. Doch ich komme da alleine nicht hin, weil sie schwer bewacht ist. Kommt mit mir. Okay. Begleiten wir ihn halt tief in die Mine. Gut, der läuft sowieso weg. Von dem her kann ich auch gleich alleine fliegen. Ja, aber jetzt irgendwie kann man da in der Höhle... ganz alleine. So. Fliegen, also geht jetzt viel besser als vorhin. Guck mal, hier ist was für dich. Was denn? Buff! Gesundheit! Danke. Ein grüner Loot. Wir müssen ihn hier schützen. Stirb, ey, du scheiß Pfleger. Ja. So, jetzt können wir irgendwie was. Medizin Nummer 1. Gut, jetzt können wir Medizin Nummer 1 vernichten. Was wolltest du sagen, was für mich ist? Ein grüner Loot. Wo? Ja, der schon weg ist. Ah, der ist schon weg. Tja, schade war's. Okay, können wir zurückfliegen? Wir haben ja die Mission erledigt. Aber das Neue ist, man so in einer Höhle so gut fliegen kann. Ja. Da hatte ich vorhin beim anderen Let's Play enorme Probleme. Hui!
Hui. Gut, ich habe inzwischen einen Großteil der Informationen entschlüsselt. Okay. Während ihr Medizin Nummer 1 gefunden habt, habe ich die Rezeptur von Medizin Nummer 2 entdeckt. Mit beiden können wir vielleicht herausfinden, was genau vor sich geht, und vielleicht sogar einen Weg finden, die Mutation aufzuhalten. Wir sind jedoch beide keine Fachleute, also müssen wir einen Gelehrten finden, die sich auf die Alchemie versteht. Da fällt mir nur einer ein. Ich muss mir unsere Ergebnisse jetzt erstmal dem Hauptquartier melden. Ihr geht nach Süden und sucht einen Alchemisten namens Alan Weist im Holzfällerlager südöstlich des Cyberturms auf. Sie wird euch helfen, Dokumente und Medizin zu analysieren. Analysieren. Gut. Dann gehen wir das analysieren. Das ist ungefähr so wie Ural B. Ja. Mucki, fliegt man am schlausten durch? Ich flieg mal hier durch. La 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 la. Über den Wolken. Dadam. Wo Ich bist bin denn du? schon. Ach, du fliegst. Ich fliege irgendwie so lang. Du fliegst mir hinterher. Ich fliege einfach irgendwo auf Google hin. Ja, du fliegst dort durch, wo ich. La la la, Parings Holzfäller Lager beim Cyborg-Turm. La 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 la. Jetzt sei. Was? Kennst du eigentlich das Gefühl, dass wenn du weißt, du bist jetzt eine ganze Woche nicht zu Hause Ja. und weil du irgendwo anders bist auf Beruf und so, du weißt noch gar nicht, wie es da drüben vor sich geht, dass du dann so ein bisschen Bammel hast, dahin zu fahren? Ja, das war bei mir, als ich ins Militär musste. So. Ich bin noch am Geil. Leben, Leutnant. Ihr kennt diese Person. Natürlich, wir gehören zum Himmelshammer der Elitetruppen von Altekia. Es ist alles also wirklich passiert. Ja, ist es. So war ich hier stehe. Hallöchen, Dame. Danke, ich nehme an, Praxat euch mit dir zu bringen. Diese Gesellen haben euch scheint. Was? Diese Gesellen neben euch scheint ein alter Freund von euch zu sein. Der Unterhaltet. Geselle. Ja, das ist mir doch scheißegal. Der unterhaltet euch doch ein bisschen mit Meltis Alpolo, während ich mir hier das hier ansehe. Ist noch morgen, ist erlaubt, ich darf mich versprechen. Hallo, fetter Mann! Bernde, geht es euch gut? Ihr seht zumindest so aus. Irgendeine gütige Seele muss euch Soll ich geholfen haben. geholfen haben? Ich selbst hatte ziemliches Glück, dass ein Frosch dort war, als ich von der Klippe stürzte. Er hat mich zur Behandlung zurück ins Lager getragen. Er wollte die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann fliegen kann, untersuchen und fragte mich jeden Tag, ob ich doch einmal von ihm fliegen könnte. Für ihn fliegen könnte. Ich danke den Drachengöttern, dass wir Oberkommandant Zabosch weiterhin zur Verfügung stehen. Was ist mit euch, Leutnant? Wie ist es euch gegangen? Jan. Nicht gerade anders. Ein Keks. Oberkommandant Zabosch hat euch gerettet? Das sieht ihm ähnlich. Er Hat lässt er niemand nicht. zurück. Doch. Nö. Dann Hab lasst alles ihn. selbst gemacht. Er hat uns ja aufgeweckt. Ja, toll, super Leistung. Das hätte der Wecker 5 Minuten später auch getan. Ja. Ja, das sieht ihm ähnlich. Er lässt niemanden zurück. Und ihr werdet jetzt gesucht, was? Das kann ich mir vorstellen. Unsere Feinde können keine Zeugen gebrauchen. Verdammt seist du, Wender Zindrell. Schade war's. What did Bitte? all dragons will with you? Ja, okay, schon gut. Entschuldigt, dass ich euch. Na, Entschuldigung. Entschuldigt, dass ich euch unterbreche, aber ich brauche eure Hilfe, um die Analyse fortzusetzen. Fortsetzen zu können, heißt das. Um die Analyse fortsetzen zu können, benötige ich noch Zutaten. Und damit dieser Apollo sich noch immer von der Verletzung erholt, dachte ich, ihr könntet das hier erledigen. Vielleicht. Nö, ich brauche 2 Flaschen Kraftrauchenblut
und 5 Stiele von Parsing Feuerpelz. Je früher ihr diese Dinge für mich holt, desto schneller kann ich euch Resultate liefern. Das sind alles faule Säcke hier. Wir machen hier und machen hier und kriegen nichts zurück. Ah ja. Doch, Geld. Nur weitere Probleme. Ich hab 111.000 und du? Gold oder was? Ja, Gold. 73.000. Ha, genatzt! Ja, ich hab mir aber auch einen Haufen Zeug gekauft. Tja, selbst schuld. Ich spare für das Housing-Zeug, ich freue mich schon so drauf. Ich will Housing. Aber dazu brauche ich ja, wie viel schon wieder? 1 Million? Brauchst für ein 300 mal 300 Gebiet für ein normales Haus 3 Millionen. 3 Millionen eben, guck, da haben wir schon. 3 Millionen verlangen die. Die Preise sind doch zum Kotzen hier. Du kannst aber auch später mal Später. wie soll ich sagen? Ja, sag's einfach mal so. Ja, ich hab's nicht so halb vergessen. Kannst dann nämlich deinen Drachen losschicken zum Gold sammeln. Yay, aber erst extrem später. Ja, und wenn die Gilde das gelernt hat. Okay, und wann lernt die Gilde das? Und der Gildenanführer dann Gildenpunkt draufsetzt. Dann mach du mal. Ich bin ja nicht mehr drin. Ah, aber ich schon noch. Kannst ja auch zu Dragons of War kommen. Kann ich ja. Soll ich? Jo. Okay, Gilde verlassen. Ja. Okay. Aber ich kann dich leider noch nicht aufnehmen, weil der andere nicht da ist. Ja, sehr schade ist es. Lalala. Aber schreib eine Bewerbung. Was? Schreib eine Bewerbung. Ah. Warte, warte, warte. Gruppenchat. Fickt mich aber ein bisschen an. Tja. Wo ist ein Kraftdrachenblut? Wo ist denn die? Bitte schön, klickt da drauf. Oh, ich bin verwirrt. Dringend das bewerben. Bewerbung. Aha, so geht das Bewerben hier. Und ist die Gilde hier noch weit davon, sie noch weit davon entfernt oder nicht? Man müsste den die Gildenanführerin und ihren Mann und ihr Kind lieb darum bitten, dass die die Gildentechnik lernen, weil einen Punkt haben wir sowieso frei. Sonst könnte man darauf setzen. Wir brechen nämlich allen Voraussetzungen. Wäre schon geil, weil da Geld losschicken wäre halt schon super. Dann wir mir uns. Können wir eigentlich auch zusammen ein Stück Land kaufen und das bewohnen? Das weiß ich nicht. Das werden ausprobieren. Ha, Was? ich hab den Drachen. Wo ist er? Die Sau. Hui! Der ist Hui! tot. Ja, jetzt hast du schon kaputt gemacht. Ah, das sind ja da die fetten Viecher, oder nicht? Weißt du, wir sollten das alles kennen, aber wir trotteln hier rum wie die größten Spacken. Ja, ist ja so. Ich bin Ja, fertig. Kraftdrachen hier. Du kannst mich mal am Arsch lecken hier. Nee, danke. Dafür ist es mir zu dunkel. Ja, nur weil da unten die Licht hinscheint. Ja. Alter, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ihr erfüllt die Quest-Voraussetzung für weiß nicht was. Ist mir doch egal. Okay, klicke ich mal drauf. Hallo. Alter, ich bin komplett falsch. So, jetzt habe ich da einen Transportrune. Ein dämonenreiche Flöte des Händlers. Ruf bei Bedarf einen Drachenhändler hervor. Lalalala, der Händler ist jeweils für 5 Minuten lang anwesend. Gut, sind die Sachen hier. Dungeon Teleport Schriftrolle. Oh, da kriegst du aber richtig geiles Zeug, ne? Aber da muss ich jeden Tag anmelden. Nö, kriegst du so oder so. Okay. Ja, dann habe ich ja keinen Stress hier. Okay. Muss ich jetzt die Quest abgeben? Im Haus? Ja, kann ich nicht. Warum nicht? Achso, laufen die erste wieder oder was? Keine Ahnung. Wir haben von Podien Hilferuf erhalten.
Er befindet sich auf dem Holzplateau westlich von Cyberturm und kommt nicht dort weg. Ja, wenn er einfach laufen würde, wäre das kein Problem. Aber diese Gegend wimmelt nur von Monstern. Na und, jemand muss ihn retten. Bitte, Leutnant, ich gehe voraus. Das ist eine grüne, das ist eine grüne. Willst ist mir grüne? Scheißegal, nee, ich will die grüne nicht machen. Ich muss Poppy finden. Ja, das sind die Rechten. Vielleicht habt ihr es ja eben mitgehört. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir noch einen Gefallen tun. Okay, machen wir halt. Poppy Alter. Ist mein Freund. Ist außerdem ja Poppy. Nach was tönt das wohl? Boah, die Sau. Es ist außerhalb einer der kompetentesten Wissenschaftler in diesem ganzen Lager. Wir wollen die Dokumente analysieren, die Cyborg hinterließ, aber dann tauchte plötzlich alle diese Monster auf. Alle unsere Freunde, die im Cyberturm blieben, sind verschwunden. Ich entkam nur, weil ich unsere Erkenntnisse dem Hauptquartier melden sollte. Es freut mich wirklich zu hören, dass Poppy noch am Leben ist. Ich hoffe, dass ihn jemand retten kann. Mache mir aber auch Sorgen um die Schwarzsacht-Leute und vor allem um Lana Oseren. Sie scheint irgendwie zu planen. Bitte findet meinen Freund Poppy. Also sie scheint irgendwas zu planen, okay. Poppy, ich will nicht wissen, was sie danach macht. Poppy. Wo ist er denn? Der Poppy. Ist er da im Turm, da die Leiche? Das ist keine Leiche. Wo ist denn der Sau? Oder ist der oben auf der Plattform dort? Komm zu mir. Ich bin unterwegs. Wand. Turm. Ja eben, das ist schon der auf der Plattform da. Da. Hallöchen, Poppy. Ihr seid... Oh, morgen sei Dank, dass ihr nicht eines dieser Monster seid. Hat euch jemand vom Auge des Logat hierher geschickt? Ein wenig. Sie macht sich Sorgen, nicht wahr? Ich verstehe das, aber ich kann noch nicht zurückgehen. Wir sind die Einzigen, die diesen Turm studieren. Die Sharks tun es auch. Und sie sind nicht dumm. Sie versuchen, die beschriebenen Tränke selbst zu brauen. Als wir Cyborgs Aufzeichnungen entdecken, hat Alien sofort dem Hauptquartier Bericht erstattet. Als sie dann weg war, griffen die Sharks an. Alle Dokumente wurden gestohlen, aber ich konnte entkommen und sie dabei zurückholen. Sie verfolgten mich auf meiner Flucht. Dabei habe ich diese Dokumente wieder verloren. Holt sie bitte zurück. Na okay. Cyborg Schoff. Forschungsliteratur. Ja, du bist natürlich schon dort. Ich bin schon bei der zweiten Quest, die es von ihm gibt. Alter, du haust sie einfach ab. Tja. Tja. Das ist ein Wettkampf. Nee, ist es nicht. Sonst hätte ich sowieso schon gewonnen. Ja, sicher. Ja, sicher. Eben, du sagst sie auch. Warum denn? Ach, gucken mal. Meldes Apollo ist auch hier. Mann, warst du langsam, du Saufe. So ein Vorsprung. Das ist großartig. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Okay, daneben. Bei eurer Suche nach meinen Mitschriften habt ihr sicher die hässliche Drachenmutation gesehen. Sie sind Monster, die mit Hilfe von Cyborg Forschungsliteratur erschaffen wurden. Sie können diese Drachen zu gleicher Zeit kontrollieren. Etwas, das nicht einmal ihr aus ihrer könnt. Wir können diese widernatürlichen Biester nicht am Leben lassen. Tötet so viele, wie ihr könnt, und sie werden uns zuerst töten. Du im Fall, es wäre wieder an der Zeit. Die Folge ist schon sowieso länger. Sehr gut, ich wusste, dass ihr es schafft. Nee, noch nicht. Wir unterbrechen hier zuerst noch. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und... Ja. Bis dahin, reingeschaut und reingehört, Leute. Volle Möhre, bis dann. Tschüss. Ciao.